So. Ja, hier haben wir noch eine schöne Harzerkette von Pyroplosion. Ah, schöne Harzer. Ja, bin ich Harzer, schöne Kette. Lasst es zusammen. Ja, behaut doch nicht schlecht. Ach, was ist denn das hier? Schauen Sie mal, was haben Sie da? Eine Greta-Gedächtniskette. Greta? Ach, Greta, Ihre Liebesmurmeln. Ah, die bunten. For Future und so. Hat alle Geld, boah. Genau. Wir zahlen Steuern, deswegen haben wir so viele. Ebenso. Wo liebe Grüße an Greta rausgehen. Wer ist Greta? Frag mich nicht. Ja, sind nur 40 Nico Rauchwelle, mehr sind es nicht. Der eine Strang ist gar nicht angegangen. Nee. Und Alena an ihr. Wenn ich das Greta wüsste. Ja, und was soll ich machen? Dich verklagen wegen Ungehorsamst. Bin ich. Sind könnte ein bisschen länger gemacht, ne? Ein bisschen. Ey, ist da keine Schnur dran an dem Frosch? Oh, da ist keine Schnur dran an dem Frosch. Oh. Oh. Spinne ist interessant, Schuss. Oh, die Welt. Spinne. Der Pyroplosion hat hier eine Spinne gebastelt aus den 0,5 Gramm Böllern von Klasek. Es gab eine 0,5 Gramm Variante. Dennoch in F3 eingestuft. Weil BKS. Da wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, das sieht ja aus. Richtig spacig. Mach schön ein Foto. Oh, ich muss den Dreck lehnen. Stein? Ich sehe gerade nicht. Danke, die Zünden, Entschuldigung. Merry Christmas! Hallo Trommelfell! Sie sind Splitterbombe, ich hab die sichere Zone getan. Ist aber alles weg. Ja. Merry Christmas. So, wir machen weiter mit den Röder Ultra Edition Kometenschauer Time Rain. Die wollte ich unbedingt mal testen, deswegen habe ich sie bestellt.
wir hatten noch die apokalyptischen Reiter bekommen von Star Trade für 20 Euro. Und deswegen sage ich, testen wir uns den einfach mal auch noch weg. So, schauen wir mal, wie es wird. So, testen wir jetzt noch den Ladykiller von Blackbox. Auf geht's. Kommt mal, sonst hält er nicht. Doch, doch. Oh, seht ihr mal das Schlachtfeld. Schön.